Es wird Licht. Unser heutiges Thema ist die Angst vor dem Islam. Die Kritik am Islam selber ist der Todesstrafe würdig laut islamischem Recht. Der Anteil an unbegründeter, projizierter Angst ist exponentiell hoch. Aber ich denke, wenn wir über begründete Angst sprechen, würde ich ihn eher weniger für die gesamtösterreichische Gesellschaft sehen, sondern vielmehr möglicherweise bestimmte Entwicklungen, die innerhalb der muslimischen Community passieren.